Transparenz ist niemals Selbstzweck, sondern Transparenz ist ein Mittel, um etwas zu erreichen. Zum Beispiel Machtspielchen aufdecken, Machtstrukturen, Beeinflussung, Korruption oder Teilhabe zu ermöglichen. Ganz wichtig, dass Menschen mitmachen können mit guten Ideen. Dafür braucht man natürlich Offenheit, weil dazu müssen sie wissen, was gerade passiert. Transparenz soll eigentlich immer dazu dienen, dass die beste Lösung gewinnt und nicht eine schlechtere Lösung aufgrund von Machtstrukturen, Beeinflussung oder mangelnden Ideen. Nehmen wir zum Beispiel mal Schuhe. Die Politik heute ist wie dieser Halbschuh. Sieht schick aus, kann man gut drin gehen, kann man weite Strecken drin zurücklegen. Man weiß aber nicht, was drin ist. Man weiß nicht genau, was drin passiert, ob es stinkt, ob es muffelt. Man weiß nicht, welche Socken die Person trägt, die da drin ist. Es sei denn, man guckt genauer hin, welche Socken das sind. Sind die Socken gewaschen? Das kriegt man erst raus, wenn man den Schuh aufmacht. Dann kann man merken, was da drin passiert, ob es da drin vielleicht mieft und riecht, wer vielleicht noch alles seine Finger mit drin hat in dem Spiel. Das ist im Grunde so, wie Politik heute abläuft. Das Extrembeispiel für Nichttransparenz ist Militär, wo strategisch gehandelt wird. Da soll niemand was davon wissen. Dann soll man sehr geschützt sein, weil da kann was wehtun. Und deswegen hat man Stahlkappen hochgeschlossen. Wir wollen das anders machen. Wir sagen weg mit dem Schutz, weil er natürlich diese Nachteile mit sich bringt. Spielchen, Beeinflussung, wenig Partizipation. Und dann könnte man jetzt sagen, gut, alles offen, alles nackt machen, alles extrem. Dann kann jeder sich einbringen, seine Ideen draufschreiben, kann auf die Füße treten, kann Signale geben. Da ist man natürlich dann aber schutzlos. Und wir wollen ja schließlich weite Wege gehen. Und wer schon mal barfuß den ganzen Tag durch die Stadt lief oder durch die Sahara, der weiß, irgendwann wird das anstrengend, tut weh. Deswegen braucht man natürlich schon ein bisschen Struktur. Und da kann man jetzt als Beispiel mal so eine Sandale nehmen. Da hat man eine klare Sohle, man hat einen Boden, auf dem man sich bewegt. Man hat Strukturen drumherum, wie eine Geschäftsordnung, das ist irgendwie klar und fest. Man kann sich drin unterhalten, ohne dass einem sofort einer reinquatscht. Gleichzeitig kann jeder sofort merken, wenn es stinkt. Gleichzeitig bekommt jeder mit, was drin passiert, kann auf die Füße treten, kann Signale geben, dran ziehen, kann mitmachen. Das ist ein ganz schönes Bild dafür, wie die Offenheit in einem Gremium neue Ideen zulässt, die besten Ideen dann gewinnen können. Ich habe irgendwie meine Ruhe da drin, meine Struktur, meinen Halt und gleichzeitig habe ich die Offenheit. Das ist die perfekte Verbindung und das ist das, was mir vorschwebt, was ich ideal finde. So könnte Politik aussehen. Natürlich gibt es immer Fälle, wo man das ein bisschen mehr abdecken muss, wenn es um Persönlichkeitsrechte geht, wenn es um juristische Fragen geht, dann ist jedem klar, dann braucht man irgendwo mehr Geschlossenheit. Wichtig ist, dass die Voreinstellung offen ist und man davon dann sachbezogen auch mal abweichen kann. So fühle ich mich am wohlsten und jetzt könnt ihr dreimal raten, welche Schuhe ich am liebsten trage.